Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und wir sind live am Digi-Dienstag. Richtig, um 18 Uhr, Freunde. Ich heiße euch alle herzlich willkommen am Digi-Dienstag zu Digimon New World. Erstmal ein Hallöchen an Mondkralle, an Stardro, an Nova, Xanthus, Jay, Lycate, Maxtizzy, The Dark Flamebreaker. Ich wollte mich allgemein auch nochmal bei dir bedanken, Dark Flamebreaker, für deine YouTube-Mitgliedschaft. Das ist super lieb von dir. Dankeschön, dass du mich unterstützt. Dann Nyra, Miklash, Vanya hat vorhin auch geschrieben gehabt. Ich weiß nicht, ob Vanya noch da ist. Ah, Vanya ist sogar noch da, ne? Vanya schreibt, Warmon gerettet und City by 42, aber kein Plan, wie es weitergeht. Warmon soll sich noch regenerieren, sagen sie. Soweit bin ich tatsächlich selber noch nicht. Du bist viel weiter als ich. Aber ich werde mich mal mit dem Thema auseinandersetzen und wir werden mal gucken, ob wir das irgendwie rausfinden können. Vanya, was ich dir auch empfehlen kann, das können bestimmt gleich meine Mods einmal posten, auf meinem Community-Discord-Server gibt es einen speziellen Bereich und da kann man über das Spiel reden, also über Digimon New World. Da sind ganz viele Leute, die ihre Infos austauschen und ja, Demi, schön, dass du da bist, Devilish ist da. Pasi ist da. Pasi, herzlich willkommen. Pasi schreibt, geht erst weiter, wenn die Full-Version da ist. Also du bist quasi up-to-date. Du hast alles gemacht, was du machen kannst, Vanya. Jetzt kannst du höchstens deine Digimon leveln und dann, wenn die Full-Version kommt, kannst du, glaube ich, weiterspielen. Pasi, ich danke dir vielmals, dass du diese Information hier teilst. Die ist wirklich nützlich hier, würde ich sagen. Und Tatsuro, schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, man versteht mich gut. Beim letzten Digimon New World Stream gab es ein monetäres Problem. Und zwar ist das Video bei mir gecopyright-claimed worden. Aufgrund von der Musik aus dem Digimon-Anime. Und deswegen werden wir heute die Ingame-Musik erstmal unglaublich leise machen, würde ich sagen. Das ist echt weird as fuck. Das ist wirklich weird as fuck. Aber der Stream-Elements-Bot heißt jetzt Belias LP. Ich weiß nicht, wieso, Leute. Aber der Stream-Elements-Bot heißt jetzt einfach Belias LP. Das muss ich definitiv noch ändern. Okay, dann schauen wir mal. Genau, Like It. Die machen auf jeden Fall ein Fass auf, obwohl es denen ja nicht wirklich schadet. Also es hat ja keinen Nachteil für die. Die machen aber trotzdem gerne mal ein Fass auf, ne? Die sagen sich, ja, das Fass muss geöffnet werden, du, ne? So, Freunde, wir fangen direkt mal an. Wir spielen weiter. Und wir haben heute einiges vor. Ich will aber auf jeden Fall gleich erstmal ins Team gucken. Und ich schau mal kurz, kann man die Musik überhaupt hören? Wahrscheinlich ganz leise, ne? So, Shadow, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Also, wir gucken jetzt einmal ins Menü. Ich will nicht mal ins Digi-Weiß, ich will ins Digimon-Menü. Und da haben wir hier Frederik, Ragnar, Kerazza, Darkwing, Vioreed, und Weevil. Und wir wollen auf jeden Fall ein paar unserer Mons leveln. Ich weiß gar nicht, haben wir einen Wassermon? Ich glaube, wenn wir hier Summary machen, dann sehen wir das ja. Es war Dragon. Aber wir sehen, glaube ich, dass er auch einen Watergun und Aqua Jet hat, ne? Kannst du denn nicht deine eigene Musik machen? Wie meinst du das, Nyra? Also wenn ich jetzt Musik abspielen lasse, so eine Playlist oder so, könnte ich machen? Habe ich auch schon überlegt. Like it, kommt einem wirklich so vor, oder? Tobi Dara, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen bei uns hier im Stream. So, wir wollen auf jeden Fall mal loslegen. Wir lassen erstmal unser Team, wie es ist. Aber ich werde vor allem ein paar Kleinigkeiten werde ich jetzt noch ein bisschen bedenken, machen, tun. Und zwar, wir brauchen ein paar Zyrus-Kapseln oder Saurus-Kapseln. Das sind Heal-Items, davon würde ich eigentlich auch gerne ein paar kaufen. Wir werden jetzt aber erstmal 30 Bälle kaufen. Genau. Wenn es nicht allzu ruhig ist und ich wäre auch gern ein Mon, können wir gerne noch machen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Könnt ihr das Spiel einigermaßen hören bis jetzt?
nur bis jetzt, damit ich Bescheid weiß. Liebe Zuschauer, heute, wie gesagt, bisschen Digimon-Action mal wieder. Wir reden mal kurz mit Palmon. Du lernst Keyboard spielen und nimmst es auf und spielst es beim Stream ab. Ist halt einfach so, ne? Wäre auf jeden Fall irre. Miklasch, falls ich dich noch nicht begrüßt habe, herzlich willkommen. Also extrem leise, sagst du, weißt du was? Ich mach's mal ein bisschen lauter und wenn Copyrighted Music kommt, mache ich es wieder leiser. Erinnert mich aber auch dran. So, was haben wir hier? Was, wo führt's denn hier hin? Oh, Drill House haben wir jetzt. Das ist eine neue Räumlichkeit, die wir noch gar nicht besprochen haben. Hierhin kommen wir gar nicht, aber ich wette, dass wir irgendwas finden werden, womit wir auch übers Wasser können. Muss es ja eigentlich. Improvement to the City. Argumons Shop würde ich gern. Oh, dafür müssen wir Mithril hunten gehen. Da können wir Argumons Shop upgraden. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr cool. Deswegen werden wir das jetzt actually mal machen gehen. Aber ich will, bevor wir das machen... Oh, schau mal. Genau. Und der Discord-Server von denen darf hier auch gerne einmal gepostet werden. Und Gara! Erstmal Hallöchen, schön, dass du hier einschaltest. Dankeschön für den ersten Sub im Monat. Dankeschön für deinen Support. Kann sein, Nyra. Gara, herzlich willkommen. Ich bin schon da, Jay. Herzlich willkommen. So, wir wollen einmal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich wechsle mal ein bisschen die Digimon aus, ne? So, wir haben hier einen Haufen Rookies. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht, auch einen Elektro-Rookie dabei zu haben. Ich denke, wir werden diesen Tausch so vollführen. Ansonsten lasse ich es actually mal so. Was, das ist ein Virus-Digimon, ne? Virus haben wir. Nature, haben wir irgendwas, was Nature ist? Wir haben nichts, was Nature ist, ne? Boah, ich würde eigentlich schon gern ein Palmon ins Team nehmen. Ich glaube, wir lassen es erstmal so jetzt. Und searchen nach einem Palmon und so. Jetzt als allererstes Lycate! Lycate, Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen 18. Monat Resub. Dankeschön für deinen Support. Herkules, mein Freund! Schön, dass du da bist, Herkules. Wie geht's dir? Bisschen Digimon spielen heute. Morgen gibt's auch Digimon übrigens. Gara sagt, hab dich wegen deinen Digimon-Videos gefunden und muss sagen, Hut ab zu den Videos, da ist sehr viel Arbeit drin. Das freut mich, dass du das siehst. Freut mich sehr. Und ich hoffe einfach, dass eben auch meine Videos in Zukunft gefallen werden. Morgen kommt das nächste Digimon-Lore-Video, aber zu den Digitationswegen ein Video. Und ich bin schon gespannt, wie ihr es finden werdet. Du bist von Anfang an da, Herkules? Scheiße, dass ich dich nicht gesehen habe. Scheiße, Mann, tut mir leid. Morgen von wann bis wann? Morgen von 15 bis 18 Uhr. Spielen wir ein bisschen Digimon. So, wir wollen in den Bohrtunnel gehen. Es gibt nämlich einiges zu erledigen. Wir brauchen Mithril. Das glaube ich dir, Lycate. Das ist ja auch einer deiner Favoriten. Und ich fasse alles über dieses Digimon zusammen. Alle Digitationsstufen. Mit alle meine ich wirklich alle. Lucky oder Lecky, ich bin mir nicht sicher. Ich heiße dich herzlich willkommen. Rudi ist auch schon da. Hallöchen. Und freut mich, dass du über YouTube zu mir gefunden hast. Geh mal zurück. Da war Mithril und Green Mixer. Schön, dass du da bist. Ich soll zurückgehen. Da ist Mithril auch, ne? Danke, dass du Bescheid gesagt hast. So, ich wollte gar nicht durch den Mountain, sondern ich wollte eigentlich nur in den Mountain. Und ein bisschen Mithril sammeln. Ich glaube, an das Mithril da oben kommen wir nicht mal. So, da ist auf jeden Fall ein Gabumon Black und... Yo, Herkules, Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen verschenkten Sub. Dankeschön für deinen Support. Im Kampf werden mir echt die Ohren zerfetzt. Jedes Mal in dem Spiel, ne? Rudi sagt, hab gelesen, dass das Spiel noch nicht zu 100% ist. Weiß einer, wie viel Prozent man es fertig spielen kann? Ich glaube, 40 oder 50% so. Glaube ich. Und wie gesagt, yo, Herkules, danke schön für den Sub, danke für den Support.
Liam, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wir spielen gerade weiter das Digimon-Pokémon-Spiel gefühlt. Und ich glaube, ich möchte eigentlich Elecmon ein bisschen leveln, aber ich glaube, dass er hier hart aufs Fressbrett kriegt. Wir versuchen es trotzdem mal. Okay, was haben wir hier? So, wir tragen eine Digicross machen. Ich denke und hoffe mal nicht. Das wäre traurig. Ist ja auch nicht das Greymon aus Cross Wars. Der ist nicht so cross, der Ragnar. Versteht ihr, wie ich meine? So, Electroshock. Boah, ist halt echt... Wir werden mies rasiert. Ah, es ist sogar gestorben. So traurig, wir müssen auf einem niedrigeren Gebiet quasi leveln. Dann kümmert sich eben Ragnar drum. Dann werden wir einmal tatsächlich Darkwing leveln einfach. Wenn du ein Doromon, wenn ich ein Doromon finde, wärst du es gerne. Okay, dann weiß ich Bescheid. So, zu Kaimon gegen zu Kaimon und dann mit Headbutt mache ich ihn platt. Sehr gut, Level 11. Wieso immer noch kein Wizardmon? Ey, ich habe seit das letzte Mal, als du da warst, ja nicht weitergespielt. Weißt du, wie ich meine? Ich spiele das aktuell nur dienstags. Ja, das ist richtig Lucky. Lucky, wie auch immer. Wie soll ich dich nennen? Lucky, oder? Das ist richtig, was du sagst. Finde ich aber unfassbar nervig auf Zeit. Werde ich vielleicht trotzdem machen. Warum das denn, Rudi? Weil die so weirde Outfits haben, oder was? Ja, Herkules, anscheinend gar nicht, ne? So, the one and only Anis. Anis, herzlich willkommen. Schön, dass du einschaltest. Es kann sein, dass es Doromon hier noch nicht gibt. Ja. Haben wir noch Mithril? Hier ist zum Beispiel Mithril. Mal gucken, was hier so ist. Auf jeden Fall Gabumon Black. Und dann switchen wir zu Frederik, der kümmert sich jetzt drum. Da die Battle Music und die Höhlenmusik Copyright ist. Die Battle Music ist nicht copyrighted tatsächlich, aber die Höhlenmusik, ja. Ich habe jetzt halt keine Digimon-Playlist parat oder so. Weshalb es sich halt nicht wirklich lohnt. Also ich kann höchstens die Musik hier halt actually richtig leise machen für heute. Heute kann ich das nicht mehr updaten, heute kann ich es nicht mehr ändern, aber morgen im Stream kann ich da schon was parat haben, ne? Und Sonny Black! Schön, dass du einschaltest, mein Freund. Wie geht's dir, Sonny Black? Ein Speicher-Helot ist direkt in der Nähe. In der Nähe vom Friedhof, ich weiß aber nicht, wo, befindet sich ein Dorf mit einem Ereignis in der Nähe. Im Gras vor dem Ereignis befindet sich Digimon auf Level 20 bis 26. Da kannst du Power leveln. Ja, aber ich glaube, dass zum Beispiel meine Digimon, die ich gerade aktuell parat habe, dort keine Chance haben. Also außer jetzt mein 20er oder so, den will ich ja nicht leveln. Ich will die anderen leveln. Ich will zum Beispiel Elecmon auf Level 7 leveln. Muss ich wahrscheinlich erstmal in einem niedrigeren Gebiet hochpushen. Gehe ich mal von aus. So, dann wollen wir auf jeden Fall mit Kerasa einmal kämpfen. Oh, nächste Woche Zwischenprüfungen. Ich drück dir die Daumen, dass es gut läuft. So, nochmal Fury Cutter und... Okay, hier ist kein Mithril mehr. Natürlich sterbe ich jetzt, ja. Das war klar. Und ich sollte mit Frederik kämpfen. Let's go. Die anderen bringst du rein, dann switche. So habe ich das auch machen müssen, bis sie stark genug waren. Okay, ich schau mal, was es bringt. Ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, kleine Digimon irgendwo wegzumeddeln. Der Hype Train war erfolgreich. Dankeschön.
Oh, du hast heute Digimon World Next Order durchgespielt mit allen Add-ons sogar. Das ist sehr, sehr cool. Wir gucken mal, was hier so für Mons rumlaufen. Level 11 Patamon zum Beispiel. Da wollen wir jetzt einmal zum Beispiel wechseln. Boah, das Wechseln geht mir jetzt schon auf die Nerven, ne? Aber wir werden es so machen. So. Ich gehe auf jeden Fall noch zum Friedhof. Ich weiß ja, wo der ist. Oh, da wurde ein Skill gelernt. Hier waren wir an sich, glaube ich, auch noch nicht. Oder waren wir hier? Ich glaube doch, hier waren wir. Oh, du steckst fest. Oh, das ist schlecht. Notfalls guck dir mein Let's Play da, oder mein Stream-Projekt dazu an und dann such den Part, wo du gerade bist. Denn ich habe das mal komplett gestreamt. Ist auch schon komplett online. Gara, du hattest was gefragt. Entschuldige, Gara, frag ruhig nochmal. Manchmal überlese ich die Fragen, weil ich auch zwei Chats hier immer gleichzeitig habe. Ich streame nämlich auf YouTube und auf Twitch. Gleichzeitig. Deswegen passiert mir das manchmal. Da warst du schon, da musstest du dreimal gegen das Patamon kämpfen. Ah, richtig. Das war dieser. Das war der Friedhof, um den es heute auch geht, den wir heute auch erkunden wollen, ne? Da war ein Patamon zum Beispiel, ja. Warte mal, wir wechseln mal ganz kurz. So, Sonny Black fragt Belias, wie kommst du, dass du ja jetzt eigentlich auf beiden Plattformen streamst? Einfach, weil ich gemerkt habe, dass es halt was bringt. Damit, es gibt viele Menschen, die sind gar nicht auf Twitch, die wollen auch gar nicht auf Twitch sein. Und mittlerweile kann man ja auch verstehen, warum man nicht auf Twitch sein möchte. So, es ist ja jedem selbst überlassen. Und diese Leute, die erreiche ich dann durch YouTube und es ist halt ein Win-Win für alle eigentlich. Ja, ich will auf jeden Fall Shorts machen, aber ich weiß noch nicht wann. Ich will auch ein bisschen was auf Insta machen. Ich habe mir ein Konzept für Insta überlegt. Vor allem für Posts und auf Insta. Und einfach mal schauen. Ich werde demnächst damit anfangen. Und ein zweiter YouTube-Kanal kommt auch noch. Hast du deine Zeit auf nach 8 Uhr gesetzt? Nee. Warum das? Habe ich actually nicht gemacht. Mittlerweile darf man das ja auch. Richtig, man darf das mittlerweile. Man darf nur nicht beide Chats in eins einbinden. Genau, auf jeden Fall Sonny Black, weil ich will ja, dass möglichst alle Leute, die zugucken wollen, auch zugucken können. Das ist auch der Grund, wenn ihr mir mal was spendet oder wenn ihr mir irgendwas bezahlt, YouTube-Mitgliedschaft und so, da gibt es nicht viel dafür. Aber die Leute, die das machen, obwohl sie nichts dafür kriegen, sind die größten Ehrenmänner. Ihr seid die Leute, die die Videos sponsoren, die die Streams sponsoren. Es gibt dort keine Bonis und ich kann euch erklären, warum. Nicht, weil ich es euch nicht gönne, sondern weil ich möchte, dass alles, was ich produziere an Videos und Streams, von allen gesehen werden kann, auch die, die nicht zahlen. Ich mag irgendwie das Gefühl nicht, dass jemand Geld zahlen muss, um meine Sachen sehen zu können. Und deswegen gibt es, oder irgendwelche Bonis zu bekommen. Deswegen gibt es nicht wirklich Bonis dafür. Und yo! Twingo! Hype in den Chat für Twingo mit 5 verschenkten Subs. Twingo ist wieder am Start. Du kriegst noch deinen Patamon. Du kriegst noch deinen Patamon. Das haben wir erstmal gespeichert. So, wir müssen wahrscheinlich jeden Tag Mithril abbauen. Wir kommen nicht drum rum. So sieht's aus. 5 Subs von Twingo Hype in den Chat. Hast du schon einen Dramon? Wenn nicht, dann kannst du das. Dramon? Dramon? Welches Dramon? Es gibt viele Dramon. Aber jemand hat ein Video von einem Final Fantasy Pokémon Team gemacht. Oh, das ist natürlich cool. So, schauen wir mal. Hier können wir jetzt auch Meat kaufen, falls wir das mal benötigen. Sehr, sehr cool. Wofür kann ich eigentlich das Holz und Mithril benutzen? Und yo! Nyra! Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Stufe, das wird mir nicht angezeigt. Aber vielen Dank für die YouTube-Mitgliedschaft, Freunde. Wenn ihr sagt, Billy, ich feiere deine Videos wirklich, mach mehr davon, hau raus Content, bitte Billy, dann, ihr müsst bedenken, ich mache das mittlerweile auf der Selbstständigkeitsbasis, dann wäre ich euch unglaublich dankbar, wenn ihr auf freiwilliger Basis eine YouTube-Mitgliedschaft zum Beispiel abschließt oder wenn ihr Subs im Twitch da lässt. Zum Beispiel auf YouTube könnt ihr auf diesen Beitreten- oder Join-Button drücken und dann eine Mitgliedschaft abschließen.
und damit die Videos finanzieren. Das ist der Hauptweg, wie meine Videos finanziert werden. Man kriegt dadurch keine großen Bonis, aber man wird am Ende aller meiner Videos aufgelistet als die Sponsoren der Videos. Und die Goldmitglieder, die werden auch sogar namentlich vorgelesen. Da bedanke ich mich persönlich bei euch. Und manchmal mache ich das nämlich auch, dass wenn ich in den Kommentaren jemanden sehe, der schon sehr lange Goldmitglied ist, oder allgemein jemand, der Goldmitglied ist, dass ich dem einfach mal antworte und sage, hey, danke dir nochmal für die Mitgliedschaft. Und mich einfach mal so ein bisschen persönlich mit ihm unterhalte. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen Dankeschön für euren Support. TK, können wir machen, Twingo, machen wir. Für dich, den Ehrenmann. Irgendein Drachen-Digimon, okay. Behalte ich im Kopf, Nyra, und danke dir. Es freut mich sehr, dass du mich, wie gesagt, mit der Mitgliedschaft unterstützt. Erstens, wie gesagt, du wirst in jedem Video aufgelistet als jemand, der das unterstützt. Und ich danke dir allgemein sehr für die Unterstützung. So, wir wollen einmal kurz gucken. Wie gehen wir vor? Ich glaube, wir gehen actually leveln. Ich glaube actually, dass wir leveln gehen. Das bedeutet, Moment, so Digimon Bridge, wir müssen natürlich hier lang. Da ist ein Dokunemon. Dokunemon! Ah, oh, diese Paralyse ist wirklich ekelhaft. Die Paralyse ist so ekelhaft. Und Level 13. Da sind wir schon mal Level 13 mit Tsukaimon. So wie wir ein Patamon wieder begegnen, werden wir das fangen. Das wird heute noch passieren, safe. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen leveln gehen. Morgen wird auch vor allem ein Teambuilding-Stream werden, definitiv. So, und hier sind wir schon auf dem Friedhof. Genau, hier müssen wir kämpfen. Level 14. Das switchen wir natürlich aus. Und dann gehen wir mal auf Ragnar. So. Echt, du hast ein Easter Egg gefunden? Erzähl ruhig mal. Rudi sagt, mal eine Frage. Du meintest mal in einem deiner Videos, dass du mal ein Video zu Omegamon und all seinen Formen machen wolltest. Kommt das noch? Du hast es tatsächlich übersehen. Ich habe tatsächlich so ein Video gemacht. Ich wette, einer meiner Mods postet es dir gleich, ne? Also falls einer das raussuchen möchte, ich habe ein Video gemacht, Omegamon Spezies Video. Da liste ich alle Omegamon auf, alle Unterschiede, alle ihre Fähigkeiten und wo sie überall vorkommen, alles drum und dran, über alle Omegamon-Formen. Und Shadow Wolf, schön, dass du einschaltest, herzlich willkommen. Übrigens, ihr müsst euch dann nicht schämen, weil es ist schon öfters mal vorgekommen, dass einer dann gesagt hat, oh scheiße, ich habe es übersehen, dass du das Video ja schon hast vom Thema, ne? Das ist gar kein Problem, ihr müsst euch dafür nicht schämen. Ich habe so viele Videos auf meinem Kanal, dass man gar nicht alle sehen kann. Und ich mache das, wenn ich euch den Link gebe, dann nicht, um zu sagen, ey, du weißt es ja gar nicht, hast ja gar nicht geguckt, sondern dann sage ich es wie, ey, guck mal, cool, ich habe schon das Video, das kannst du dir anschauen. Ich will es eher machen, damit ihr seht, dass es vorhanden ist. Hast du schon Zugang zum Baumhaus in Heimatwald? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber jetzt wird erstmal Tsukaimon hier auseinandergenommen. So, wir sind auf jeden Fall hier. Okay, wir können nicht rein. Ist interesting to know. Wir sagen so, der Friedhof, auch wir können nichts machen. Es ist eine Map gefühlt. Siehst du mal, und weg war das Video einfach. So schnell kann es gehen. Mein Gott. Zieh mir halt 40 Millionen HP ab. Kannst Wasser sammeln. Genau. Einer hatte gefragt, Leute, wie oder was bringt mir Holz in dem Spiel? Was bringen mir die ganzen Materialien, die ich sammeln kann? Mithril und so. Die kannst du benutzen, um die Stadt aufzubauen. Sorry, dass ich die Frage schon wieder überlesen habe. Ich weiß nicht, Gara, das war bestimmt deine Frage, oder Gara? Ich muss einmal gucken. Was hat denn Gara geschrieben gehabt? Gara hatte eine Frage gestellt. Oh Mann, ich hoffe, er ist jetzt nicht abgehauen. Da. Ich schau mal kurz, was Gara... Genau, jetzt sehe ich das. Gara, falls du noch da bist, ich habe jetzt extra für deine Frage hochgescrollt, weil ich wollte... Shadow ist das hier, okay. Nee, du hast es gesagt, Shadow, du hast gesagt, wegen was die Materialien machen. Damit kannst du im Laufe des Spiels, wenn du neue Digimon in deine Stadt holst, kannst du damit deine Stadt aufbauen. Zum Beispiel bei Drimogemon kannst du deine Gebäude verbessern und dafür brauchst du Mithril. Hier, genau, Gara, falls du noch da bist. Gara hat gefragt, eine Frage habe ich aber zu den Game Digimon Super Rumble. Kann
Aber zu dem Game Digimon Super Rumble. Kann da bei euch in die Gilde. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Gaara. Lass mich mal gucken. Also, wir sind sehr inaktiv. Wir sind sehr inaktiv in Digimon Super Rumble. Und ich weiß nicht, ob du wen finden wirst, der dich einlädt. Weil wir es aktuell nicht mehr spielen. Falls jemand noch Digimon Super Rumble spielt von unserer Gilde, von V-Tamer, dann kann derjenige ihn gerne einladen. DJ sagt, hi, weißt du vielleicht was vom neuen Digimon-MMO? Weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber hast mal gezeigt, auf Koreanisch war das. DJ, ich heiße dich erstmal herzlich willkommen. Das Spiel nennt sich Digimon Super Rumble. Ich habe dazu 2-3 Videos gemacht, auch ein Tutorial, wie man es selber spielen kann. Aktuell nur auf Koreanisch. Und wenn wir davon Infos kriegen zu einer westlichen Lokalisierung, also auf Englisch oder Deutsch, dann werde ich wieder ein Video dazu machen. Und aktuell weiß man das aber noch nicht. Und fragen könnt ihr immer so oft ihr wollt. So. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was hier los ist. Also hier ist schon mal nicht da, wo wir leveln können. I guess. Jetzt wollen wir uns aber hier mal umschauen, was hier in der Nähe so ist. Da ist Great Canyon in Entrance. Da sind auch Level 14er. Oh, Nanimon wäre auch witzig. Es wäre schon nice to have, so ein Nanimon. Und Burning Fist rein. Anis, ich soll was trinken. Du hast recht, ich sollte was trinken. Erstmal Wasser vergessen zu sammeln. Oh, warte mal, stimmt, ich soll Wasser sammeln, ne? Ich sollte sowas immer einsammeln. Ich sollte in Zukunft genau hier... Ich sollte in Zukunft immer, wenn ich sowas sehe, immer alles einsammeln. Das werden wir nämlich brauchen können. Ist eigentlich was geplant für das Wochenende, Billy? Nee, gar nichts. Also Stream kommt am Wochenende keiner. Wir werden... Ich denke, wir werden auf jeden Fall Mittwoch und Freitag machen, aber am Wochenende diesmal keiner. Metal Hühne, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Später kann man die kaufen. Wasser und so? Ach, weil wegen Digicon. Ich werde dazu nicht streamen, weil es ist 4 Uhr nachts und ich kann da echt nicht streamen, wirklich nicht. Alleine schon, weil meine Freundin da auf jeden Fall am nächsten Morgen zur Arbeit muss. Und da werde ich nicht um 4 Uhr morgens streamen. Aber ich werde am nächsten oder übernächsten Tag davon auf YouTube berichten. Also Digimon so ist Digimon Rumble Arena, da gibt es, ich glaube, ein Fangame davon, habe ich mal gesehen, aber noch nicht gespielt. Ich muss sagen, wir haben zum Beispiel Digimon Rumble Arena 1 und 2 nochmal im Stream gespielt. Fand ich da auch gar nicht mehr so geil wie früher als Kind. Fand ich in Ordnung zu spielen. Also war gar nicht so krass. War natürlich nostalgisch, aber gameplaymäßig war es nicht so meins. Deswegen Sonntag arbeiten. Nee, das ist ja Sonntagnacht um 4. Ach nee, warte mal, es ist von Samstag auf Sonntag die Nacht, richtig? Du hast recht. Trotzdem, 4 Uhr morgens ist eine Uhrzeit, da lohnt sich auch der Stream an sich nicht. Das ist das Problem, da lohnt der Stream sich einfach nicht. Für niemanden. Ich glaube, rechts ist die Brücke, das kann sein, ja. Hier so, ne? Ja. So, wir sind jetzt beim Great Canyon. Wir heilen uns natürlich. Und schauen dann mal, ich weiß nicht. Wahrscheinlich das Garurumon möchte kämpfen, gehe ich von aus. L15. Oh je, Mine. Mal gucken, ob wir den vielleicht gefangen kriegen. Black Garurumon. So. Mal gucken. Ist schon mal angezockt. Ist ganz nett, sagt Max sie. Dann dir die Korn zu gönnen. Ja, ich habe auch überlegt, aber ist bei mir zeitlich nicht möglich. Den dunklen Stein auch immer gerne kaputt machen. Danke für die Tipps. Übrigens gerne immer wieder. Wenn ihr Tipps habt zu etwas... Oh, ich muss kämpfen. Wenn ihr Tipps habt zu etwas von hier im Spiel und so weiter,
immer gerne erzählen. Ich bin offen dafür. Ich möchte mir das gerne anhören. Hier ist Backseat Gaming immer gerne gesehen. Ja, Max, sie kann bei mir auch der Fall sein, tatsächlich. So, hier hat Nyra gefragt, Digicon. Genau, es gibt eine Digimon Convention, die findet aber nur online statt. Die hat 6 verschiedene Segmente und da werden wir über verschiedene Themen informiert. Es gibt auch ein Anime-Segment und ich werde über den Anime-Segment und über das Gaming-Segment davon berichten. Und da wird es dann folgende Woche kein Lore-Video von mir geben, sondern kommende Woche dann ich denke mal 2 News-Videos jeweils in kürzeren Abständen. Erstens am Montag erstmal über das Game schnell berichten und dann über den Anime wahrscheinlich am Ende der Woche berichten. Über den Anime-Part. Und ich bin mal gespannt, was so erzählt wird. Oh, wir ziehen sehr, sehr wenig ab. Zieht der Headbutt mehr ab? Bitte? Ah, shit. Wir haben wirklich die Arschkarte hier vom Typing. Aber das ist halb so wild. Wing Attack. Ja, den würde ich gerne lernen, Wing Attack. Und zwar mache ich dafür definitiv Tackle weg. Und Ragnar Level 21. So, und jetzt können wir hier auf jeden Fall mal speichern. Aufs Klo gehen, meine ich, healen. Die Villa am Friedhof ist ab 20 Uhr betretbar. Dann werde ich auf jeden Fall, das hätte ich machen sollen, ich sollte eigentlich die Uhr umstellen an meinem PC. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich das mache gerade auswendig. Vielleicht soll ich das jetzt gleich noch machen. Wertzu, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du einschaltest. Hey Billy, wirst du irgendwann auch Digimon Story Super Cross Wars streamen? Irgendwann definitiv, weil ich möchte irgendwann alle Digimon-Spiele mitgenommen haben quasi. Ich würde es gerne fangen. Aber ich habe Angst, dass es nicht drin bleibt. Ja, das habe ich mir gedacht. Und jetzt tötet sie mein Digimon, oder? Warte mal. Ich will unbedingt, dass das noch die XP bekommt. Wenn, dann müssen wir es natürlich auf Japanisch spielen. Es gibt noch kein Englisch-Patch. Aber irgendwie kriegen wir uns durchgeboxt. So, Fugamon wurde gefangen, Freunde. Genau, es wird auch auf YouTube angezeigt. Also du kannst den Stream, den Livestream, ich werde den verlinken am Samstag. Am Freitag, am Samstag werde ich den auf meinem Discord-Server verlinken, im News-Channel, den offiziellen Digimon-Stream, sodass ihr den auch anschauen könnt dann am Sonntag. Auch mit Uhrzeit und alles drum und dran, wann ihr einschalten müsst. Und ich werde den auch auf YouTube einmal im Community-Tab posten, also als Text-Post. Jetzt haben wir einen Fugamon am Start. Möchte einer Fugamon benennen? Beziehungsweise hat einer einen Vorschlag für Fugamon als Name? Ihr müsst keine Channel Points dafür zahlen. Anis fragt, wie findest du eigentlich Omegamon Alter B? Ist ganz cool. Ich bin aber meine Lieblingsform ist aber Omegamon Sword Defeat. Also den Vollstrecker. Dante wäre ein cooler Name. Einfach George aus dem Dschungel, Feuerstein, alles geile Namen. Hoffentlich bekommen wir keinen Pokémon Sleep, nur halt für mit Digimon. Das wäre echt traurig, wenn das passiert. Koji? Barney? Richtig, Angsthase, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Dieses Spiel nennt sich Digimon New World. Ihr könnt Ausrufezeichen Download in den Twitch-Chat reinposten, wenn ihr einen Link dazu haben wollt. Ist kostenlos, ist ein Fangame, das auf natürlich Pokémon-Mechaniken basiert. Ihr braucht keinen Emulator dafür. Dante. Komm, ich hab Bock auf Dante. Ich weiß nicht warum, aber Dante habe ich jetzt Bock drauf. Dante, Devil May Cry. Knüppelbruder wäre noch besser gewesen. Knüppelbruder hätte ich gefeiert. Aber jetzt, ja, erst jetzt gelesen. Barbaren Dave. Ich weiß gar nicht mehr, von was das war. Also wahrscheinlich von einer Serie, die Barbaren Dave heißt. Ich mache gerade das Spiel fertig wegen Piximon. Ich bin mal sehr gespannt. Akatorimon haben wir hier auch am Start. Oh Gott, wir müssen definitiv wechseln. Auf Ragnar am besten.
Und Ragnar wird wahrscheinlich mit Headbutt ein bisschen Damage ballern können. Oh, Paralyse, Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Paralyse? Paralyse? Fast noch verloren hier, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. So. Das war Kuk, eine andere Form von Kokatorimon. Akatorimon, ne? So, und Kirito, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen, mein Freund. Wie geht's dir? Oh Gott. Ja, der knüppelt auch mies rein, auf jeden Fall. Sagen wir es mal so. Genau, da könnt ihr es runterladen. Ist kostenlos, ist ein Fangame und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Sagen wir es mal so. Aquajet, let's go. Gucken, was passiert. Oh, das war sehr gut. Aquajet war eine schlaue Idee. Level 21. So, wir werden gleich mal gucken, ob wir die Zeit irgendwie umstellen können auf dem PC. Ich will auf jeden Fall Darkwing ein bisschen leveln. Weil warum nicht? Ja, Level 17, let's fetz. So langsam kann er da auch ein bisschen alleine zurechtkommen, wenn es ein Fugamon ist, immerhin. Oh, man kann ja sogar speichern, theoretisch. Das gefällt mir. Bei dir geht's irgendwie nicht? Das haben mir ein paar Leute gesagt. Leider konnten wir noch nicht rausfinden, warum es bei euch nicht geht. So, dann wechseln wir hier auf jeden Fall auf Frederik. Frederico, es ist dein Job. Ich sage dir. Ich sage dir besser gleich. So, ein bisschen hier XP mitgenommen. Ich will zumindest Darkwing jetzt erstmal entwickeln, bevor wir weitermachen. Oh, Kirito. Ich wollte gerade guten Appetit sagen. Kirito, gute Besserung, ne? Kirito, ey. Starken Schwindel. Warst du schon beim Arzt? Ich hoffe, dir geht's bald besser. Stardro, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, schau mal, es dauert hier wieder ewig, Geide. So, jetzt erstmal wieder healen. Klingt gar nicht gut auf jeden Fall. Was auch immer es ist, es klingt gar nicht gut. So, um ihn kann er sich hier selber kümmern, tatsächlich. Komm schon. Und Level 18, Dracorex. Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen Sub, Dankeschön für deinen Support. Dank Leuten wie euch ist das Ganze hier überhaupt erst möglich. 11 Monate bist du schon am Start. Und ja, Dankeschön, dass ihr das Ganze hier sponsort quasi. Die Streams, die Videos, alles. Hat nur Schmerzmittel verschrieben. Das finde ich frech. Keine Ahnung, was er wird. Einfach, er ist zum Piedmon geworden. Zum Pidomon. Muss mal reingucken. Es müsste theoretisch Light Wind. Das klingt doch gut. Light Wind ist auch ein Element, was wir noch nicht hatten. Also Darkwing ist gar nicht mehr so dark. Oh, du kommst von der Physio. So, vielleicht kann Metal Hühne euch helfen. Er fragt gerade schon nach den Fehlern. Oder ein paar Leute fragen nach den Fehlern. Echt cool, wenn ihr euch gegenseitig helft, ne? Rechtsklick auf die Uhrzeit, Datum, Uhrzeit ändern. Genau, und wir machen das jetzt einmal ganz kurz. Leute, wir machen es mal ganz kurz. Leute, und auch wenn es euch interessieren sollte, privat spiele ich aktuell Final Fantasy VII Rebirth. Leute! Das spiele ich aktuell privat. So, Moment. Wir werden jetzt einmal hier nochmal zu ihm hier wechseln. Zum Freddy. Der hoffentlich nicht Büsse baut.
Und down geht er, der Peter. So ist doch gut. Haben wir gespeichert? So, wir speichern einmal. Ich mache jetzt Folgendes. So, das Spiel ist jetzt einmal kurz weg. Ne? Ich habe gespeichert. Und jetzt mache ich hier Datum, Uhrzeit ändern. Uhrzeit automatisch festlegen. Muss ich einmal ganz kurz hier machen. Ja. Und jetzt kann ich hier einmal, ich weiß nicht, bin ich noch live, Leute? Könnt ihr mich noch hören? Nicht, dass ich hier einen dicken Fehler mache. Und jetzt machen wir hier auf jeden Fall diese Uhrzeit. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, ne? Weil ich brauche die Uhrzeit auch. Ich habe es genau um 2 Stunden verändert. Ich brauche diese Uhrzeit auch, um zu wissen, wann mein Stream over ist. Das heißt, offiziell ist mein Stream over jetzt bei mir um 22 Uhr. Bei euch ist das dann 20 Uhr. So, dann gehen wir nochmal kurz in den Ordner. Gut, dass ich noch da bin. Einfach live kurz gemacht. Man kennt es. Digimon New World. Let's go. Das Game einmal gestartet. So. Und jetzt sind wir drin, Freunde. Jetzt sind wir drin. Hast du schon mal versucht, es als Administrator zu starten? Das ist ein Tipp, der euch helfen könnte. Gara und den anderen, bei denen das Spiel nicht klappt, versucht mal als Administrator zu starten. So, jetzt ist actually Nacht. Wir spielen bei Nacht. Und wir gehen jetzt mal kurz einmal zurück. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal ein paar andere Digimon dabei. Ich möchte aber gerne noch einen, was hat er denn hier für einen Type? Bug Electric hat er zum Beispiel. Ich würde schon noch gerne Elegmon leveln, actually. Mal gucken. Ah, die dunklen Steine kann ich auch kaputt machen, ne? Ich muss mir das mal merken, dass man hier die ganzen Steine und so kaputt machen kann. Da kriegt man nämlich zum Beispiel Digi Rocks. Also ja, ich werde immer ignoriert. Oh, wo wirst du ignoriert? Green Mixer sagt, Angemon nur mit Holy Wings zum Equippen. Oh mein Gott, warum ist er denn so winzig? Warum ist denn der Sprite so winzig? Wollen die mich komplett verarschen? Du wirst immer ignoriert, aber jetzt machst du es? Was genau meinst du denn, Green Mixer? Ich bin gerade verwirrt. Wie, du wirst immer ignoriert? Von mir nicht. Tatsuro sagt, ich bin gespannt. Ach, das mit den Steinen. Das Ding ist, ich ignoriere das gar nicht, sondern es sind immer so viele Informationen, die gleichzeitig auf mich zukommen, weil ich ja 2 Chats hier laufen habe, immer in beiden gucken muss, wer hat wo geschrieben und so. So, dann wollen wir mal gucken. Wing Attack, schaffen wir ihn zu killen oder sterben wir vorher? Ich glaube, wir schaffen es, ihn zu killen, oder? Ich bin confused. Nein! Tatsuro sagt, ich bin gespannt auf morgen. Büsse. Nee, warte, ich bin gespannt auf morgen, war jetzt für mich länger in. Okay, AU. Und heute wie morgen streiken leider die Büsse, darf mit Taxi fahren, leider. Ja, das ist halt sehr, sehr, sehr brutal mit den ganzen Streiks, muss ich sagen. Und so langsam geht mir das auch hart auf die Nerven mit den Streiks. Und vielleicht hat der ein oder andere weniger Verständnis dafür, dass es mich nervt, aber irgendwann muss auch einfach gut sein. Also irgendwann müssen die auf einen Nenner kommen. Okay, also Soulmon wollte schon mal nicht drinnen bleiben. Confused Ray, du hast mich schon confused, alles gut. Machen wir die Free Capsule. Ich will auf jeden Fall dieses Soulmon fangen. So, Soulmon wurde gefangen. Möchte jemand Soulmon benennen? Dann jederzeit, Freunde. Falls einer von euch einen Vorschlag hat, haut raus. Xanthos, schön, dass du einschaltest, falls du da bist übrigens. Gerade wirst du angesprochen. Casper, Bettlaken. Casper gefällt mir auch. Bettlaken ist auch witzig, aber. Soul King, auch nicht schlecht. Anspielung, jetzt wurde zweimal Soul King wurde gefordert.
Machen wir Soul King. Komm, wir machen ausnahmsweise Soul King, weil lustigerweise zwei es gefordert haben. Brook aus One Piece natürlich, ne? Soul King. So, dann machen wir das mal. Soul King. Haben wir den schon mal mitgenommen? Geht doch auch. War das Angst vor Piedmon? Meinst du jetzt Pidomon oder meinst du Piedmon? Du meinst Piedmon, oder? Den Clown. Nehme ich mal von an. Casper ist doch lustiger. Hätte man auch machen können, ja. Ich mache mal Wing Attack. Gar nicht mal so schlecht. Oh, immer diese ganze Paralyse, ne? So, Level 19 schon mal. Aber was wir jetzt eigentlich... Moment. Dieses pinke Angemon. Ernsthaft? Warum das denn? Also warum hattest du denn Angst vor dem pinken Angemon? Irgendjemand hat gefragt, was bei dir rauskam. Ich glaube Miklash im anderen Chat. Ah, richtig, genau. Deswegen habe ich deinen Namen auch erwähnt, ne? Und gute Besserung, Xanthus, ne? Oh, wir haben Mysterious Key bekommen. Wie geil ist denn das? Okay, wir sind auf jeden Fall... Ah, und hier gibt es auch Kämpfe, actually. Zum Beispiel gegen Soulmons. Die wir jetzt natürlich hops nehmen werden. Oh, diese Confusion einfach. Wir werden... Also wir machen auf jeden Fall, wie gesagt, die Schattenvilla jetzt. Aber wir werden die Chance nutzen und Elecmon leveln ein bisschen. Das ist auf jeden Fall eine Toilette. Die gesamte Villa ist ein Rätsel. Ich bin mal gespannt, ob wir das überhaupt heute dann schaffen. Ihr kennt mich ja. So, wir wechseln mal ganz kurz auf Ragnar. Oh, wir können nicht switchen. Statt Shadow Tag. Wir können nicht switchen hier. Das ist natürlich unwünschenswert. Bedeutet, wir müssen hier... Wir können hier nicht leveln hier drinnen, ne? Und Neko, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass du dank mir dieses Spiel entdeckt hast. Es ist auch sehr underrated und ich liebe dieses Game, ne? Erst war ich so skeptisch. Ich dachte so, ah, ist schon Pokémon-like, ist schon sehr Pokémon. Aber es ist Pokémon auf eine gute Art und es ist halt Digimon. Und Digimon ist immer besser als Pokémon, man weiß es. Nein, ihr wisst, was ich meine. So, und gut, dann werden wir, ich denke mal, wir werden dann actually ein bisschen Ragnar leveln, tatsächlich. Das sieht aber schon in unserem Team viel besser aus als vorher. It's closed, okay. Sehr viele Soulmon, die hier durch die Gegend gehen. Die XP nehme ich natürlich mit. Dankend nehme ich die an. Shadow Sneak, ui. Aber Ragnar räumt schnell auf, wie ihr merkt, ne? Deswegen ist Soulmon nervig. Dort drin ist Monochromon. Oh, ernsthaft? Eine Defense Disc. Noch eine Defense Disc. It's closed. It's closed. Ist wohl eine Closed Beta, versteht ihr? Elecmon kann man die Angemon-Flügel zum Tragen geben, dann entwickelt es sich zu Angemon. Oh, das ist gut. Dankeschön, dass du das sagst. Wurde vorhin, glaube ich, auch gesagt. Ich möchte aber keinen Angemon haben, tatsächlich. So, was wird es denn, wenn man ihn einfach nur levelt? So, dann gucken wir mal. Jetzt closed. Das andere auch, oder? Ja. Was passiert denn, wenn ich die Kürbisse anspreche? Nichts. Die Schränke? Passiert da was? Ich will sicher gehen. Hier passiert gar nichts. Ich denke, wir sollten...
mit den ganzen, warte mal, ich weiß nicht, wie es mit den Gräbern aussieht, aber können wir die schieben? Wir müssen alles ausprobieren, Freunde. Das gesamte Rätsel ist im Haus. Danke für den Tipp schon mal. Habe ich auch schon alles, was ich brauche, um es, um das Rätsel zu lösen? Oh, ein Gasimon. Oh, das ist Creepy Nyra auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall Totenköpfe. To collect water, natürlich. Cool, man kann dort sogar Wasser einsammeln. Und Mansion Key 1. Ah! Das freut mich, Anis. Das freut mich. Hey, mega cool. Also mir gefällt das Spiel so extrem. Ich hätte es nicht gedacht, weil es eigentlich ein Pokémon-Skin ist im Prinzip, ne? Oh, jetzt kommen wir hier rein. Das ist der Dinner Room. Chicken, Chicken Dinner. Ich bin ein Gewinner-Slime. Wer kennt's? So, mal gucken. Littlehorn. Weiß gar nicht, ist Littlehorn gut? Ich glaube nicht, oder? Ist es besser als Headbutt? Nö. Nee, Ragnar kriegt keinen Littlehorn. Yes. Boah, diese Wiederholung von einem Victory ist so nervig, ne? Eine Recovery Disc kriegen wir hier. Nochmal eine. Eine Defense Disc. Ist es Strange Liquid? So. Elegmon wird zu Kabuterimon oder im Freezeland zu Warmon? Hm, dann nehme ich eher das Kabuterimon mit. Gute Frage, ob die Kürbisse vorher auch schon geleuchtet haben. Hier waren wir auf jeden Fall. Hier können wir uns natürlich einmal resten. Rest in Pepperonis und so, ihr wisst es. Es ist Strange Liquid einfach nur. So, ja, hier muss man oft durch Räume mehrfach gehen, sobald man was Neues gefunden hat. Das ist gut zu wissen. Die haben vorher nicht geleuchtet, das ist auch gut zu wissen. Danke schon mal für den Tipp. Bedeutet, ich muss wahrscheinlich zu den Kürbissen, ne? Aber nichts verraten, Leute. Ich will das actually selber lösen, das Rätsel. Ich finde es echt gut gemacht für ein Pokémon. Es ist besser als in den meisten Pokémon-Spielen. Man könnte mit der Pokémon-Engine so viel machen. Also alleine ein Pokémon-Spiel mit extrem geilem World-Design könnte man hier machen. Okay, hier haben wir schon mal nix. Hier auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. So, Gasimon natürlich am Start. Okay. Wenn wir hier reingehen. Selber Room, okay. Die leuchten jetzt, richtig. Ja, also man muss wirklich sagen, es läuft echt gutes Spiel. Also ich bin echt schockiert, was man mit Pokémon theoretisch machen kann alles, ne? Also mit den Oldschool-Pokémon-Spielen. Mit der Engine kann man so viel geile Games theoretisch machen. So. Also der da macht schon mal nichts. Und der auch nicht, okay. Das ist noch closed. Ah, schau mal, a Coffin appeared. Kommt da jetzt Vincent Valentine raus?
So, da haben wir noch einen Soulmon. Let's go. Hoffentlich kriegen wir das schnell down. Ah, kein Confuse Ray. Ach komm. Agner stirbt noch gleich. Direkt Mutismon Flashbacks. True. Nervig nur, dass hier nur Soulmon auftauchen. Das finde ich nicht so geil. Absolut richtig, Neko. Das wäre so nice. Es gibt echt gute Pokémon-Fangames auch. Es ist natürlich jetzt mal ein neuer Anstrich, ein schöner Anstrich, das Ganze als Digimon-Spiel zu sehen. Sekunde. So, dann wollen wir mal gucken. Hier kommen wir noch nicht rein. Die Kürbisse machen noch nichts. Oder machen allgemein nichts. Hier ist... Oh! And now food appears. Oh, interessant. Ah, hurt himself. No, no, no. Ja, das ist halt so ein bisschen weird. Man hätte da zumindest noch, wenn es ein Zukaimon wäre, irgendwas hätte man noch da hinzufügen können. Oh. Okay. Das, also ich will nichts sagen, aber die Gesichter in den Fenstern sind wirklich schlimm creepy. Selbst für Digimon-Verhältnisse waren die gerade sehr creepy. Okay. An den Kühlschrank kann ich auf jeden Fall noch nicht. Natürlich heilen wir uns einmal. Du hast hier 4 Shinies gefunden. Nicht schlecht. Im gesamten Spiel oder nur hier? Allgemein, okay. Aber ist dann schon mal nicht schlecht, ne? Also man kann so viel mit dem Spiel machen einfach. The coffin is open. Okay, das ist sehr creepy. Please don't kill me. Mutismon, don't kill me, please. Ich gehe noch mal kurz aufs Klo. Einmal scheißen. Nein, Spaß, healen. Oh, Strange Liquid ist auch weg. Habt ihr es gesehen? The Strange Liquid ist weg. Okay. Und wir haben einen neuen Key bekommen. Sehr schön. Können wir eigentlich jetzt den... Nee, okay. Ich habe, glaube ich, auch noch gar keine Shinies gefunden oder so. Da hatte jemand Durst. Der hat auf jeden Fall die ganze Strange Liquid getrunken. Okay. Was ist das für eine weirdo Puppe? Das Essen ist auch weg. Okay, ich bin einfach auf dem Teller. Man kennt's. Ich will aber nicht das Essen sein. Okay. Da sind auf jeden Fall Betten. Da liegt was auf dem Boden. Ah, eine Gasimon-Card gefunden. Der Coffin ist nicht mehr da. Oh Gott. Okay, okay, okay. Darf ich einmal aufs Klo? Danke. Das war wohl doch nur die Mittagssuppe, aber du bist doch schon so zum Anknabbern. So, so ist das so. Jetzt schauen wir mal. Let's go.
Oh, Devimon? Ich hätte mit Miotismon gerechnet. Jetzt wird's ernst. Oh Gott, was ist das für ein seltsamer Sprite? Wir müssen erst gegen die Gasimon kämpfen. Ragnar zieht anders durch mit den XP. Schaut mal. Ey, gleich Level 24 schon. Nice. Lord Devil schickt sich selber in den Kampf. Boah, zieht aber ordentlich ab. Boah. Nein, meine Attacke ging daneben. Habe ich irgendwas, um mich zu healen? Ich glaube, ich habe nichts. Habe ich irgend. Ist das was Vernünftiges? Ah, nee, es ist, wenn man tot ist. Ah, ich habe das Item verbraucht, was wiederbelebt. Trauriger Shit. So, Darkwing ist ja auch echt riesig, der Sprite-Kappa. Kämpft mal als nächstes. Oh, One-Shot. Was? Aber du regelst jetzt Frederik, oder? Boah, zieht aber echt viel ab. Und? Weggezogen. Flame Burst. Burning Fist. Flame Burst gegen. Gegen. Was macht so ein Water Gun? Und. Ja. Ich weiß es halt nicht. Komm, Headbutt, komm. 32 oder 33? 32. Bakemon. Mal gucken. Flame Burst. Boah, zieht wirklich wenig ab. Ich habe keine großartigen Heal-Items, oder? Das hier habe ich. Dann mal Burning Fist. Let's go. Komm schon, diese Confusion nervt richtig. Noch ein Bakemon? Wurde sogar geburnt. Und 23. Und ich habe Lord Devil besiegt. Let's go. Blocker, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Digimon finally came out of the Pokémon PC. Nicht wundern, ich habe auf meinem Smartphone zwei Tastaturen. Ah, okay. Nura, das ist doch cool. Because I trust my Digimon and give them the love they deserve. Devimon kommt in die Stadt, wie geil ist das? Okay, dann haben wir auf jeden Fall das Haunted House, haben wir jetzt, also die Schattenvilla, haben wir jetzt fertig gemacht. Sehr, sehr cool. Und jetzt gehen wir natürlich in den Great Canyon. Let's go. Warte zurück. Oh, da ist noch was. Da lag was. Okay. Ich gehe mal zurück. Ich habe es gar nicht erkannt. Da lag actually was. Immer nur am Flinchen hier. Ich glaub's nicht. Und es hat überlebt. Also fange ich jetzt das Garurumon Black. Und einer von euch kann es benennen. So, wer möchte Garurumon Black benennen? Ich habe einige schon eingefangen. Ich weiß die jetzt nicht alle auswendig. Das sind einige. Wenn wir später mal wieder gucken gehen, dann sage ich Bescheid. Dann kannst du dir mal die ganze Übersicht anschauen. Dark. Cerberus. Oh, das gefällt mir. Cerberus, it is. Mit Z mache ich das sogar. Nicht mit C. Cerberus mache ich, weil ich muss dazu sagen, ich mache es mit Z und ich weiß, es wird eigentlich mit C geschrieben, aber ich kann euch erklären, warum. Das war früher der Nickname von meinem Cousin, von Kahn, falls ihr euch erinnert. Das war sein eigener Nickname. Deswegen Cerberus, it is. Mr. Wuff Wuff wäre auch witzig gewesen. Auf jeden Fall sehr passend. Angar ist auch ein cooler Name eigentlich.
Das ist ein Akatorimon. Da runnen wir einmal um unsere Leben. So, Digirock, let's go. Jetzt schauen wir mal. Oh, da ist Monochromons Shop. Und hier wird es theoretisch weitergehen, ja? Verwirrend, dass so der Winkel dann sich ändert. Yes. Okay, Digi-Gem. 10.000. Ich habe 5.000 Profit gemacht. Holy Wing. 25.000. 15.000 Profit gemacht. Darkwing. Oh, scheiße. Scheiße. Darkwing. 40.000 haben wir gemacht. Okay, 80.000 müssen wir machen, ne? Das ist wie das Minispiel in Digimon World. Das gefällt mir sehr. Anga ist Ragnar rückwärts. Du hast recht. Das Huhn einfach. Das Huhn wollte sich da so einen Flügel kaufen. Kannibalismus, würde ich sagen. Und Gumi-chan, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Okay, 80.000 müssen wir machen, ja? Okay, was möchte er? Digi-Gem? 5.000 Profit. Holy Wing? Wie, das ist expensive. Heul nicht rum, Alter. 13.000 insgesamt. Darkwing? 23.000 insgesamt gemacht. 31.000. Chelmons Shell. 39.000 gemacht, Digi-Gem. 44.000, Holy Wing. 49.000 gemacht. 59.000 gemacht. 67.000, oh, ich komme immer näher. Ich komme immer näher, Freunde. Die Argumente sind die dumm? Ich bin mal gespannt. So, dann schauen wir, gucken wir mal, was passiert. Und Rantington, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Zurück zum Friedhof, du hast recht. Oh, du hast recht, du hast recht. Da waren Dinge, ne? Da war eine Karte, war dort. Im Friedhof, ganz vergessen wieder. Ich bin immer in irgendwas drinne beschäftigt und denke mir, ah ja, ja, das und das will ich machen. Und dann passieren solche Dinge. Eine Karte lag hier irgendwo, oder? Wo lag die denn? Wisst ihr das noch? Can't escape. Draußen liegt die? Okay. Ich sehe die gar nicht. Wo liegt die denn? Ach, da oben. Liegt da oben im Eck? Eine Devimon-Card. Und Mistlebroom, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. So, dann crossen wir erstmal hier rüber. Dann wird jetzt einmal geheilt. So, hier ist auf jeden Fall ein Fugamon am Start. Und wir wollen auf jeden Fall, Monochromon kommt in die Stadt, den holen wir. So, wir müssen es wieder schaffen. What do you need? 80.000 Braucher. Digi-Gem. Ah, komm schon. Holy Wing. Jetzt wollen sie alle nicht mehr. Shellmons Shell. 8.000 Profit erstmal. Darkwing. Ja, 23.000. Ich glaube, dafür kann man nicht so viel verlangen, ne? Shellmons Shell. Ja, 44.000. Digi-Gem, komm, da kannst du nicht... Was? Du zahlst nicht mal das? Frechdachs. Ein Darkwing. Wir haben es fast, komm. Wir haben es fast geschafft, 72. Die Pilze kannst du auch sammeln. Stimmt, ich kann Pilze einsammeln, ne? Giro und Shadow. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, meine Freunde. Wie geht's euch? Rare Item Shop. Ja, das ist Monochromon im Original. Schwierig, den in die Stadt zu holen. Aber wenn man ihn einmal hat, hat man ihn.
Ich hätte, glaube ich, auch 14.000 verlangen können. Holy Wing. So, 15.000 haben wir schon mal. Shellmons Shell ist, glaube ich, nicht so viel wert. Darkwing. Ja, 33.000. Was, das ist zu teuer? Erzähl mir doch keine Story vom Pferd hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zentarumons Helm. Wie, das ist zu expensive. Wie, das ist zu expensive. Yo! Ah, wir haben es wieder nicht geschafft. Da kann ich die Evo-Sachen kaufen. Das ist geil. Ich muss es machen. Ich muss es schaffen. Digi-Gem. Das ist nicht expensive. Stell dich nicht an. So. 18.000 insgesamt. 28.000. Digi-Gem, komm. 49.000, Holy Wing. Wie, das ist doch gar nicht expensive. Erzähl doch nichts. Ja. Nein, es ist schon wieder fertig. Es ist gar nicht so leicht. Mach mal nur Maximalpreis. Lohnt das? Ich weiß es nicht. Oh, Giro, gute Besserung auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, vielleicht kann ich deine Laune ja ein bisschen hier anheben. Wäre ja gut, ne? Holy Wing. Expensive. Seems good. Seems good, okay. Seems good. Wir sind bei 50.000. Shellmon Shell. Expensive. Digi-Gem. Expensive. Holy Wing. Expensive. Darkwing. Expensive. Wir haben massiv verschissen, haben wir. Aber wir sind auch nah dran gewesen. Lass mal wirklich weiter versuchen. Ist das Fangame KI unterstützt oder meine ich das nur? Nee, das kommt nur so vor. Aber trotzdem freut es mich sehr, dass du reinschaust, Shadow. Alles klar, Twingo, danke dir nochmal für deine 5 verschenkten Subs. Ich wünsche dir einen schönen Abend und eine gute Nacht irgendwann später, ne? Du musst ja erstmal ein bisschen hier Brote backen oder was, dann hau mal rein mit deinen Broten. Wäre super, mal eine Frage. Du kannst gerne fragen, Giro. Sehr gerne doch, mein Freund. Okay. Shame on Shell, komm. Das ist nicht expensive, erzähl nicht. Seems good. Genauso muss es sein. Das ist nicht expensive. Seems good und Feierabend. Ich sag's dir, ich feier obet. Holy Wing. Wir haben's gleich. Darkwing. Ach, ja, 80.000, wir haben es geschafft. Hat nichts mit Digimon zu tun, darf ich sie trotzdem stellen? Selbstverständlich, es muss nicht mit Digimon zu tun haben. Und Goku, als ob, Temp Goku. 5 weitere verschenkte Subs. Hype in den Chat für den Ehrenmann. 5 verschenkte Subs, Freunde. Giro fragt, hast du dir Final Fantasy VII Rebirth schon angeschaut bzw. gespielt? Das ist privat aktuell das Spiel, das ich jeden Tag suchte, wenn ich freie Zeit habe. Also ich bin das mega am Suchten, das Game. Ich kann nicht mehr aufhören, Final Fantasy VII Rebirth zu spielen. Ich werde nichts spoilern, aber ich sag's euch. Das Gameplay trifft meinen Nerv. Ich weiß aber jetzt schon, dass es einigen Leuten nicht gefallen wird aus bestimmten Aspekten. Also Final Fantasy VII Rebirth hat bestimmte Elemente, die sehr vielen Menschen nicht gefallen wird. Aber für mich trifft es den Nerv noch besser als das Remake, also als Teil 1. Mega gehypt auf das Spiel. Ich kann nicht mehr aufhören zu spielen. Ich muss sagen, es ist, ich kann es noch nicht 100% sagen. Ich finde es sehr gut. Es hat Potenzial, das beste Videospiel zu werden, das ich je gespielt habe. Aber ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen. Versteht ihr, wie ich meine? Ich muss erstmal einmal durchspielen, dann Revue passieren lassen, das so ein bisschen sacken lassen, ein paar Jahre ins Land gehen lassen und dann kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Nee, das sind andere Momente, die damit nichts zu tun haben, sondern die haben was mit
Ich kann es nicht sagen. Keine Spoiler, wie gesagt. Bitte keine Spoiler über das Spiel. Mein Empfinden ist, das Spiel hat Potenzial, das beste Game zu werden, das ich jemals gespielt habe. Und ich bin aktuell bei circa 50% der Story. So. Ich hätte gerne ein Rare-Item. Darkwing nehme ich doch gerne mit. Wahrscheinlich mache ich damit auf jeden Fall Profit in dem Moment. Also, er ist jetzt auf jeden Fall in die Stadt eingezogen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir können jetzt hier weiter erkunden, würde ich sagen, ne? Jiro, hast du es auch gespielt? Wie findest du es? Final Fantasy VII Rebirth, ich liebe das Spiel. Ich liebe auch JRPGs, muss ich sagen. Ne? Ich bin aufgewachsen mit dem originalen Final Fantasy VII. Aber auch mit den ganzen Oldschool-Games wie Breath of Fire, Dragon Quest, Star Ocean. Diese ganzen Games, das waren mein Kind of Jam. Können wir machen, Jiro, können wir machen. So, Freunde. Nee, glaube ich nicht, Stardrom, weil das Ding ist halt einfach, es gibt einen Unterschied zwischen das beste Digimon-Spiel, das ich hier gespielt habe, und das beste Monster-Taming-Spiel, das ich hier gespielt habe. Das sind ja verschiedene Genres. Aber das beste Game, das ich hier gespielt habe, damit bin ich extrem vorsichtig. Und alle Spiele, die ich hier gestreamt habe, davon kommt keins von allen Spielen aller Zeiten nicht mal in die Top 20, sage ich euch, wie es ist. Breath of Fire 3 war auch meine Kindheit, habe ich auch gespielt. Die Turn-Based JRPGs von früher einfach beste. Übrigens, genau, Ausrufezeichen DC sollten wir auch mal einführen als Befehl. Ich poste es einmal für dich, hier. So, wir gucken mal ganz kurz, erstmal, wo es hingeht. Ja, das ist richtig, Nyra, und das hängt damit zusammen, dass das ist speziell in Digimon Adventure so, wegen der Zeitraumverzerrung, die durch Apokalimon entsteht. Bloodborne wäre bei mir nicht mal in meiner Top 100. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich mag keine Souls-like-Spiele. Finde ich highly overrated. Gar nicht meins. Aber ist eine Geschmackssache. Persona 5 bin ich sehr gespannt, wie ich es finden werde. Ich bin gespannt, ob es in meine Top 10 kommt. Möglich ist es. Persona soll ja ein gutes JRPG sein. Und JRPGs sind meistens mein Fall. Könnte aber sein, dass mich die Thematik abturnt. Das weiß ich noch nicht. Okay, hier ist auf jeden Fall ein bisschen Shit going down. Mithril war da am Start. Danke fürs Bescheid sagen. Ich guck mal ganz kurz. Oh nee, Skyrim ist, da unterscheiden sich die Geister, die Meinungen. Skyrim ist, finde ich, da bin ich ganz ehrlich, das most overratedste Videospiel aller Zeiten. Ich mag es gar nicht. Ich finde, also Skyrim ist für mich eins meiner unbeliebtesten Spiele und ich kann gar nicht nachvollziehen, warum Leute das Spiel überhaupt nur ansatzweise gut finden. Und ich muss dazu sagen, ich habe aber auch Oblivion gespielt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der noch nie was mit Elder Scrolls zu tun hatte. Ich habe auch Morrowind gespielt. So ist es nicht, aber Skyrim hat mir einfach nicht zugesagt. Also es ist nicht das Genre, was das Problem ist, aber Skyrim ist überhaupt nicht meins. Also finde ich auch überhaupt nicht zeitgemäß zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Also das ist halt so ein typisches Bethesda-Spiel einfach. Die schaffen das irgendwie nie, dass die Spiele halbwegs zeitgemäß aussehen, finde ich. So, dann wollen wir mal gucken. Shima Unimon werde ich jetzt erstmal nicht fangen. Wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Da ist auf jeden Fall so ein Toilettentieftaucher schon wieder. Oh, Schneegebiet kommt da oben. Ich möchte noch ein bisschen mich umschauen. Da ist eine Brücke oder sowas. Und da war irgendwo Mithril. Ich vergesse es immer. Ich muss wieder drauf gucken. So. Richtig. Naja, es ist so, Nyra. Homöostasis
ist ja ein System in der Digi-Welt, das ist ja nichts, was altert, das ist ein Security-System von der Digi-Welt und Yggdrasil wurde niemals geplant in Digimon Adventure und ist ein dicker Plothole in Digimon Adventure, denn Yggdrasil hat ja nie was zur Rettung der Digi-Welt beigetragen und Yggdrasil ist ein Konzept, das erst später entwickelt worden ist in anderen Digimon-Medien und dann rückwirkend eingefügt worden ist in die Story. Ich bin auch ein extremer Roleplay-Fan. Also wie gesagt, Anis, ich liebe... Also mein Main-Ding sind JRPGs, also japanische Rollenspiele sind mein Main-Ding. Ich liebe RPGs, das ist mein Main-Genre. Ich habe auch viele westliche RPGs früher gespielt. Gibt auch einige, die ich wirklich empfehlen würde. Aber ich weiß nicht, also Skyrim ist gar nicht meins. Also Skyrim fühle ich nicht mal 1% leider, muss ich zusagen. Da muss ich ehrlich sagen. Da hinten ist es Mithril, ich sollte es einmal abbauen gehen. Liam sagt, Yggdrasil ist so dumm in Try, vor allem, oder Tree, wie auch immer, vor allem kam das danach einfach nicht mehr vor. Like, what? Ist halt einfach so, ne? Es ist halt, es passt nicht rein und es wurde geredconnt und es wurde nie ordentlich benutzt und es wurde auch nie erklärt. So, und Ottmann, schön, dass du einschaltest, herzlich willkommen. Thomas Smartphone, herzlich willkommen, schön, dass du einschaltest. Oben war auch nochmal Mithril. Echt? Möglich, Stardro, aber ich denke, die wahre Antwort ist einfach, dass die Typen von Adventure, also die Story gebildet haben, halt dieses Konzept niemals mit eingeplant haben und das dann einfach, ich weiß gar nicht, wo du meinst mit oben übrigens, und das halt einfach dann im Nachhinein eingefügt haben, weil cool, alle mögen Yggdrasil. Yggdrasil wurde eingefügt in verschiedenen Digimon-Medien. Lass das mal auch irgendwie in die Welt von Adventure reinbringen. Ergibt in der Welt von Adventure gar keinen Sinn und ist einfach, also, schlechtes Storytelling. Neben dem Typen war das. Ah, danke. Das ist schon mal eine Info, mit der ich arbeiten kann. Das heißt, ah, da, Dankeschön schon mal. Kann ich immer sehr gut gebrauchen. Was war hier nochmal? Ich glaube, hier kommt das Schneeland. Ja, hier ist Freezeland. Der Tai hat Vorteil gegen Serum, richtig. Die sind nicht stärker, sondern die haben einen grundlegenden Vorteil. Der Tai schlägt Serum, Serum schlägt Virus und Virus schlägt der Tai. Kann ich verstehen, Anis? Und ich sag dir, wie es ist. Ich habe vollständig Respekt dafür, dass verschiedene Menschen verschiedene Spiele mögen und dass verschiedene Spiele für verschiedene Menschen eine andere Bedeutung haben. Zum Beispiel für Digi-Ritter Liam ist Persona die Reihe seines Herzens, soweit ich weiß, und er liebt einfach auch vor allem Persona 5. Und ich habe das noch nicht gespielt, ich kann es nicht beurteilen, es hat aber für ihn einen sehr hohen Stellenwert. Genauso ist für mich Final Fantasy VII nicht nur das beste Spiel, das ich bisher gespielt habe, sondern auch wirklich ein Spiel, das mir unfassbar viel bedeutet. Und der Grund, warum mir das so viel bedeutet, ist ja einfach, weil ich da sehr viel Kindheitserinnerungen mit verbinde und weil die Story mich persönlich sehr berührt. Und deswegen, nicht jeder wird Final Fantasy VII mögen. Versteht ihr, wie ich meine? Und das habe ich auch zu akzeptieren. Liam sagt, Lieblings-JRPG-Reihe ist Dragon Quest, aber Persona 5 halt so ein Banger. Ich bin sehr gespannt. Dragon Quest übrigens auch einer meiner Favorite-Reihen. Und Temp Goku, Ehre geht nochmal raus an dich. Dankeschön für die 100 Bits. Dankeschön für deinen Support. Was mich jetzt maximal irritiert, ist immer so dieser Winkelwechsel. Wisst ihr, was ich meine? Das ergibt für mich keinen Sinn und es ist auch nervig irgendwie. Ich weiß, was sie damit imitieren wollten, aber ja. Absolut, Rudi. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde, gerade, dass du sagst, hey, dieses Fangame, das hat mir einfach extrem viel bedeutet. Davon habe ich viel mitgenommen für mich persönlich. Ist eine fantastische Sache, dass da jemand etwas erschaffen hat und du das persönlich gefeiert hast. Einfach, beziehungsweise, das einfach einen persönlichen Mehrwert für dich hatte. Das ist doch cool. Es sollte da keine Vorgaben geben, sodass man sich sagt, man hat ein bestimmtes Spiel gut zu finden. Das ist Nonsens. Leute, die sowas sagen, kann ich nicht nachvollziehen, denn jeder hat unterschiedliche Tastes, unterschiedliche Erfahrungswerte und so. Und ich persönlich finde, da
dass es da kein richtig und falsch gibt. Was bedeutet das aber genau bei ihr? Einfach, dass sie die Güte des Lichts hat, wahrscheinlich. Die Güte ist auch etwas, was man, denke ich, für das Licht synonym benutzen kann. Und also zumindest bei ihrem Wappen. Und ich finde, dass sie das Wappen Licht hat, ist halt maximal seltsam. Doch, wir müssen darüber. Wir sind jetzt im Great Canyon. Und wir werden jetzt... Gehen wir ins Freezeland? Da ist jeder anders und es ist vollkommen in Ordnung, solange man nicht disrespectful ist. Und den anderen seine Sachen abspricht, ist das vollkommen in Ordnung. Call me Don, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Call me Don sagt, Ambelias, ich habe den Wort vom Tag 1 erst gestern entdeckt. Sieht sehr spannend aus, darum möchte ich mich jetzt nicht weiter spoilern. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf mehr Episoden. Gerne, Don. Die kommen alle auf YouTube, auf meinem Stream-Archiv, aber auch auf dem Main-Kanal sind die noch im Nachhinein anschaubar, wenn ihr dort auf Stream, auf die Stream-Kategorie geht. Die sind dort nur nicht sortiert, die sind nicht schön säuberlich betitelt und so, sondern die lasse ich da einfach so erstmal. Und ich sag dir, wie es ist. Der zweite Part ist auch schon da, Call Me Don, und das Spiel wird definitiv weitergespielt. Heute der dritte Part und der vierte Part wird morgen gestreamt. Ja, dann denke ich mal, ne? Hier können wir nicht lang, da Freestyle oder was? Naja, sie hat halt die Güte gezeigt. Einfach das Mitgefühl, Ottmar. Ne? Güte, Mitgefühl für Wizardmon. Und das hat dazu geführt, dass Gatomon digitiert. Auf jeden Fall. Wie gesagt, Tag 2 ist da. Heute entsteht Tag 3. Wenn dir das gefällt, freue ich mich. Ich habe gesehen, einigen Leuten hat es gefallen. Deswegen werden wir das auf jeden Fall weiterspielen. Mein Wappen ist das des Wissens und das von Liam ist das der Freundschaft. Haben wir schon gesagt. Haben wir schon oft im Thema gehabt. Also, was für ein Wappen hättet ihr denn, wenn ihr sagt, okay, ich bekomme eines der Wappen, was passt zu euch, was würdet ihr sagen? Weil sie als einzige Mitleid mit Black Wargreymon hatte. Genau, die Güte, also hier Einfühlsamkeit. Also das ist, würde das Wappen des Lichts am einzigen, also als einziges am besten beschreiben, würde ich sagen. Hallöchen, Mia. Schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Holy moly. Das war weird, der Dialog von den beiden. Was passiert denn hier im Schneetal? Mal gucken. 15, Yuki Agumon am Start. Gucken, was ist hier? So, die Gabu Brothers müssen wir jetzt gegen Gabumon und seine Crew kämpfen. Gabo, wir fangen erstmal an, gegen Gabo zu kämpfen. Oh, das wäre interessant, Neko. Würde ich sehr feiern, wenn sowas käme. Ah, stimmt, hier hagelt es, ne? Ah, dass sie den Hageleffekt eingebaut haben, finde ich nicht so geil. Habe ich ja schon immer bei Pokémon nervig gefunden. Ja, siehst du mal, Stardrom, möglich. Liam haut einem dann direkt in die Fresse, so, ne? So ein Ehrenloser ist der. Nein, Spaß! Liam, alles gut. So, wir gucken mal ganz kurz. Was wurde noch geschrieben? Würde ich auf jeden Fall sehr feiern. Ein Digimon-Spiel mit zwei Hauptcharakteren, ne? Das wäre sehr, sehr cool. Das wäre extrem cool. Sag mal nur, weil ich kein Eis-Digimon habe. Wahrscheinlich hast du recht. Komm, zähl als Eis-Digimon, oder? Ach komm. Wenn die Royal Knights und die Olympus 12 sich gegenseitig bekämpfen würden, wer würde gewinnen? Die Royal Knights, es sei denn, die Olympus 12 kriegen jetzt im nächsten Digimon-Spiel, das um die Olympus 12 gehen wird, also vermute ich. Ich denke, dass das Spiel das nächste Spiel wird, das um die Olympus 12 gehen wird. Vielleicht kriegen sie da ja einen Power-Boost in Form von neuer Lore oder sowas. Und dann natürlich könnten die Olympus 12 mithalten. Anderweitig würde ich eher sagen, dass sie eher verlieren. Geh nicht weiter, okay. Ich kassiere mies dort, oder?
Lucky Agumon am Start. Eigentlich hätte ich gern eins, aber nee. 26. Burst, Flame Burst. Gegen, wenn er was macht, Flame Burst. Gegen Baby Flame, komm. So, also im Schneeland kommen wir auch aktuell nicht weiter. Haben die nicht die eine krasse Fusion? Ja, du meinst Grace Novamon. Ich glaube trotzdem, also wenn wir mit Jessmon GX zum Beispiel mit einberechnen, glaube ich nicht, dass die Olympus 12 gegen die Royal Knights gewinnen können. Es kein Yggdrasil Homestas und das Meer der Dunkelheit gäbe. Was würde eigentlich passieren? Gute Frage, ne? Ich denke mal, dann wäre das. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann die Welt von Digimon tatsächlich, also die Digi-Welt von Adventure, untergegangen wäre im Kampf gegen die Meister der Dunkelheit. Denn ohne Homeostasis nicht die Digi-Ritter, denn er hat die Digi-Ritter mehr oder weniger erschaffen, ne? Und ja. Ist Grace Novamon nicht overpowered? Die haben doch mal ein Universum gegen die. Ja, Grace Novamon ist massiv overpowered, aber wenn du die Lore zu Jessmon GX hörst, die du übrigens vielleicht morgen in einem Video bei mir hörst. Wenn du die Lore zu Jessmon GX hörst, weißt du, glaube ich, was ich meine. Du würdest da alle X-Antibody ausklammern, dann musst du auch Grace Novamon ausklammern, ne? Was ist meine Lieblingsstaffel von Digimon? Die erste Digimon Adventure. Ich liebe sie. Großer Fan davon. Ist vielleicht basic, aber ich feier's. So. Alphos Vidramon Future Mode. Ja, ist auch eine sehr, sehr stronge Form. Aber nicht unbedingt, also der, man weiß nicht, man kann nicht sagen, dass der Royal Knight Alphos Vidramon zu, also dass er über diese Fähigkeit verfügt. Das kann man nicht hundertprozentig bestätigen. So, haben wir noch irgendeinen Spot, wo wir noch nicht waren? Das hier ist der Tropical Jungle, ne? Müsste es nicht theoretisch hier irgendwo in den, ins Dinotal gehen? Gute Frage, Ottmann. Das weiß ich natürlich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich finde das Design von Jessmon GX auch sehr nice, aber ich glaube, da scheiden sich die Geister. Es gibt ganz viele Menschen, die uns da widersprechen würden. Geh nach rechts. Danke dir übrigens, Green Mixer. Danke, dass du schon mal Bescheid gesagt hast. Das hilft mir auf jeden Fall ungemein, dass hier auch ab und zu Leute dabei sind, die Ahnung haben von dem Spiel. Weil ich spiele es, wie gesagt, zum ersten Mal. Ich spiele es noch relativ blind. Und ja, wir haben heute schon sehr viel Erfahrungen gesammelt im Spiel. Morgen werden wir erstrangig uns neue Digimon an den Start holen. Und die leveln. Oh, eine kleine Stadt. Kann ich hier Vegimon in die Stadt holen? Das wäre geil. Ich kann den doch bestimmt ausschaufeln, oder? Liana, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Das Dorf meintest du zu Beginn des Streams. Oh, da können wir Quality Meat kaufen. Nice. Als ob hier einfach Pokémon-Musik läuft in dem Haus. Habt ihr das gehört? Das ist der Amida Forest. So, Moment. Schauen wir mal. Geh nach. Ja, aber nicht hier, warte mal. Dino. Hier ist die Dino-Region. Habt ihr gesehen? Ich glaube, da war ich richtig, wa? Und hier ist die Mithril-Mine. Ui, sind wir jetzt in Final Fantasy VII? Vielleicht kriegen wir genug Mithril hier drinnen zusammen. Versteht ihr, wie ich meine? Okay, also die wollen auf jeden Fall gegen uns kämpfen. Mit einem Palmon. Oh, Palmon würde ich auch gerne ins Team nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Plant-Digimon. Nature-Digimon. Da
Das müsste dieses Hacker-Team sein, das da storytechnisch gestrandet ist. Wenn dieses Spiel es noch schaffen würde, die ganzen Menüs so zu verändern, dass es nicht mehr aussieht wie ein Pokémon-Spiel, wirklich gar nichts mehr aussieht wie in einem Pokémon-Spiel, dann würde das Spiel hands down das beste Digimon-Spiel sein. Ich finde das so geil. Die Overworld stört mich überhaupt gar nicht. Welchen Royal Knight mag ich am wenigsten? Boah, gute Frage. Ich würde sagen Leopardmon, also Leopardmon. Daftmon auch oder Duftmon, glaube ich. Ich glaube, das ist also mein least favorite. Oder Crusadermon, also Lord Knightmon. Eventuell. So viel Mithrilia am Start. Stardro, was ist denn das für eine komische Anbetung? Magnamon feiere ich sehr, aber Crusadermon feiere ich auch nicht so. Also Crusadermon fühle ich, dass man da sagt, ist nicht so meins. Viel auch an der Wand, ich sehe es, ja. Crazy. Geisteskrank. Lord Nightmon finde ich auch, glaube ich, am schlimmsten, ja. Da stimme ich euch zu. Und wichtig nochmal wegen der Thematik, gerade wo ich Anis Schreiben sehe, ich wollte das nochmal sagen. Es ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr ein Spiel wirklich feiert, dann ist es wirklich... dann ist es wirklich scheißegal, was andere dazu sagen. Scheißegal, ob andere sagen, das Spiel ist nicht gut, wie auch immer. Der einzige Faktor, lasst euch da nicht beeinflussen, der einzige Faktor, der wichtig ist, dass ihr das Spiel mögt und dass ihr Spaß dran habt. Ja, Liam, deswegen habe ich das auch mit einem Big Grain of Salt gesagt. Wenn dieses Spiel es schaffen würde, sehr viel anders als Pokémon auszusehen, sodass nichts mehr aussieht wie Pokémon, würde ich das mega feiern. Ich finde es, aber es ist halt nicht schwer, Digimon-Spiele zu toppen, weil die storytechnisch halt alle sehr schwach sind, mit Ausnahme Hackers Memory, Survive, aber so die älteren so, ne? Also ich liebe, wie diese Welt aufgebaut ist. Für mich ist es ja so, mein All-Time-Lieblings-Digimon-Spiel und Zonox! Dankeschön für 43 Monate Resub. Dankeschön für deinen Support. Mein All-Time-Lieblings-Digimon-Spiel ist ja Digimon World 1 mit sehr großem Abstand. Und dieses Spiel bringt so ein bisschen rüber, was Digimon World 1 besonders gemacht hat. Ist aber halt mehr oder weniger ein Copy-Paste. Dass es sehr aussieht wie Pokémon, stört mich am allermeisten. Final Fantasy 15, auch ein Spiel, das ich sehr gefeiert habe. Und dass viele Leute nicht gemocht haben. So, dann wollen wir weiterspielen hier. Also. Wir haben, glaube ich, einiges an Mithril jetzt mitgenommen. Noch mehr Mithril. Wir können dann auch unser Upgrade machen. Ich bin mir fast sicher. Shouldn't be here. Oh, da war Zentarumon. Die Pawn Chessmon zu Nightmon? Ich meine schon, ja. Ui, ich denke fast, hier sollten wir eigentlich wechseln. Ich werde trotzdem einmal so kämpfen. Ah, ich bin dumm. Ist ein Doppelkampf, den ich gar nicht gesehen habe. Hast du noch welche vergessen? Muss ich gleich mal gucken. Liam sagt, mein Problem ist halt einfach, dass das hier legit ein Pokémon-Game mit Digimon-Skin ist. Kein Problem für ein Fangame. Aber um das hier zu einem guten Digimon-Game zu machen, müsste man in meinen Augen einfach 90% ändern. Aussehen, Kampfsystem, Menü etc. Weil das hier ist einfach 100% Pokémon. Ja, ich stimme dir zu, Liam. Also ich stimme dir zu beim Aussehen und beim Menü. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das Aussehen des Menüs, das habe ich ja gemeint, es dürfte nicht mehr aussehen wie Pokémon. Das Kampfsystem, muss man sagen, dass Digimon in den meisten Fällen ein scheußliches Kampfsystem hat. Nehmen wir mal das Kampfsystem von Digimon World 2003. Ich liebe dieses Game, aber das Kampfsystem ist big ass einfach. Das ist biggest ass of all time. Also für mich, das Kampfsystem, genau, das Kampfsystem von Digimon World 2003 ist so bad einfach. Und das hier wäre halt ein Upgrade dazu zumindest. Das Beste wäre halt einfach, wenn wir drei Digimon haben, wie in Cybersleuth. Das ist das beste Digimon-Kampfsystem meiner Meinung nach. Drei Charakter, die gleichzeitig am Start sind, wie in den meisten JRPGs. Und dann halt gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpfen, ne? Damit das Ganze ein bisschen strategischer wird.
Gute Frage, Stardro, ne? Einfach weil die sich entschieden haben, das so zu machen. Aber du hast schon einen Punkt. So, Gabumon kriegt jetzt erstmal hier eine Aqua Jet ab. Das Spiel müsste halt weitaus weniger aussehen wie Pokémon, um das beste Spiel zu sein. Aber für mich persönlich, Digimon-Spiele haben actually sehr selten gutes Gameplay. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich liebe Digimon, aber das Gameplay, gerade kampfsystemmäßig, ist immer der schwächste Punkt bei Digimon, finde ich. Mit Ausnahme Cyber Sleuth. Aber Cyber Sleuth ist nur so gut, meiner Meinung nach, vom Kampfsystem, weil es versucht, Pokémon zu imitieren. Denn Pokémon ist einfach der König, wenn es um Competitive geht, um diese Strategie bei Monster-Taming-Spielen. Und das Einzige, was dabei ein besserer Punkt ist, ist dieses, dass drei Digimon gleichzeitig kämpfen. Die Dreierkämpfe in Pokémon fand ich auch sehr, sehr geil. Naja, Liam, ich sag's mal so, der Unterschied ist, und da muss man ein bisschen mehr in die Mechanics gehen, der Unterschied zwischen Digimon World 2003 vom Kampfsystem und diesem Spiel hier ist, dass Pokémon grundlegend die besseren Mechanics hat. Maximale Statuswerte, anstatt alles auszumaximieren, dann solche Dinge wie zum Beispiel, halt, du hast so viele strategische Aspekte, dass du ein Item tragen kannst, das mehr macht als nur einfach, als nur jetzt zum Beispiel einfach hinzugehen und zu sagen, ja, da macht ein Crit oder zwei Hits und sowas. Die sind hart geklaut. Richtig. Und das ist das, was das Kampfsystem von Cyber Sleuth so gut macht. Richtig. Genau das meine ich. Das Kampfsystem von Cyber Sleuth, das, was dieses Kampfsystem gut macht und die Vorgänger unglaublich viel schlechter macht, also jetzt sowas wie Digimon World DS und sowas, mein Personal Take. Und Uruin, schön, dass du einschaltest. Also, ich finde, die alten Kampfsysteme ist so horrible. Und Cyber Sleuth, was das besser macht als alle Vorgänger in der Storyreihe, ist actually, dass es maximale Statuswerte gibt, unterschiedliche, wodurch das Ganze strategischer wird. Nee, Liam, sorry. Sorry. Du findest die Kampfsysteme der vorherigen Spiele so viel besser. Ich meine, es ist natürlich eine Geschmackssache, ne? Ist eine Geschmackssache. Genau, also das Ding ist halt, das ist halt so ein Ding, da ist halt keine Strategie drin, ne? In den alten Kampfsystemen, da geht es nicht darum, dass du eine Strategie hast oder dass du dir überlegen musst, welches Digimon kämpft gegen welches. Du kämpfst einfach mit deinen Digimon, musst minimal darauf achten, welche du in den Kampf schickst und kannst einfach overleveln und reinballern. Was du bei Cyber Sleuth zum Glück nicht kannst. Bei Cyber Sleuth kannst du zwar in der Story overleveln, aber du hast halt Maximalwerte, die du nicht überschreiten kannst, die dafür sorgen, dass du dir eine Strategie überlegen musst. Auch die ganzen Cyber Sleuth zum Beispiel mit den passiven Fähigkeiten, die von Pokémon übernommen sind, ne? Die Fähigkeiten, die einen Effekt auf dein Team haben oder auf den Gegner. Dann zum Beispiel die Wesen, ne? Also dass manche Statuswerte hoch und runter gehen, je nachdem, welches Wesen dein Digimon hat. Das ist auch von Pokémon. Und das alles ist, was Pokémon so gut macht. Dafür hat es Piercing und das mit Piercing ist leider zu overpowered. In den neueren Teilen kann ja jeder alles haben. Das stimmt übrigens nicht. Da kann jeder alles haben von den Pass, also von den zweitrangigen Skills, von den simpleren Skills. Aber da kann nicht jeder alles haben von den Signature Moves, weil da hat jedes Digimon seinen eigenen Signature Move, der dafür sorgt, und das ist auch der, den du meistens benutzt, und der dafür sorgt, dass du halt verschiedene Effekte auf die Gegner anwendest. Was übrigens schade ist. Die Position zu ändern, fand ich, war ein extrem schrecklicher Take. Also die Position ändern zu können, fand ich sowas von schrecklich. Also dieses 3 gegen 3 finde ich echt gut. Oder auch gegen mehrere Gegner als drei, da stimme ich dir auch zu. Hattest du ja in deinem Stream gesagt. Aber ich finde wirklich, dass die alten Kampfsysteme von der Storyreihe vollständig stumpfsinnig sind. Aus der normalen Story-Perspektive, weil ich halte,
Competitive für maximal irrelevant ist es aber nicht. Competitive ist der Main-Grund, warum Pokémon-Spiele nach ihrem Durchspielen weitergespielt werden tatsächlich. Und das ist auch der einzige Grund, warum ein Digimon-Spiel weitergespielt werden würde, es sei denn, man spielt es nochmal von vorne. Pokémon-Spiele spielt man nur weiter, nachdem man es durchgespielt hat, um zwei Dinge zu tun. Entweder Shinies zu fangen oder um Competitive zu spielen oder was Vergleichbares wie Competitive. Zum Beispiel zu machen quasi im Spiel. Weil das Ding ist halt einfach, Competitive ist das, was ein Spiel am Leben hält. Selbst wenn nur eine kleine Anzahl das spielt, ist es einfach interessant. Und diese Features vom Competitive, die gehen ja nicht nur ins Competitive über, sondern die sind auch im Grundspiel, merkst du dir ja auch. Und Sir 13, erstmal schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen im Stream. Oder zum Sammeln für 100% oder Max-Werte oder ähnliches ohne Competitive-Ansatz. Das ist alles richtig, aber irgendwann hast du das halt auch erledigt. Also alle Pokémon in dem Spiel zu sammeln geht extrem schnell heutzutage. Ist aber auch ein Aspekt, um den weiterzuspielen. Und wenn du das erledigt hast, hält dieser ganze Competitive-Bereich auch. Zum Beispiel, ich spiele ja kein Pokémon Competitive mehr, weil ich kein Pokémon mehr spiele. Aber grundsätzlich ist es so, dass selbst wenn nur 1% der Spieler das Competitive-Feature spielen, dass das Spiel am Leben hält, weil es bleibt im Thema, es wird besprochen, es werden Dinge gezeigt, es sorgt für ein ganzes Event, für ein Tournament, für eine Weltmeisterschaft etc. Und das Ding ist halt einfach, dass es sehr, 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 sehr viele Leute interessiert, selbst wenn sie nicht daran teilnehmen. Es ist trotzdem ein Gesprächsthema, das das Spiel am Leben hält. Das sieht man zum Beispiel auch bei Final Fantasy 14 im Vergleich zu anderen MMOs. 14 wird oft davon am Leben erhalten, dass es dort extrem schwere Raid-Contents gibt. Auch wenn nicht mal 20% der Community diese schweren Raids machen, ist es das, was das Spiel interessant macht für sehr viele Menschen. Und es hat schon einen wichtigen Punkt, einen sehr, sehr wichtigen Punkt für die Spiele an sich. Aber natürlich, für das eigene Erlebnis hat das natürlich keinen Mehrwert. Wenn man sich sagt, ich spiele sowieso nicht Competitive, wie die meisten, zum Beispiel ich habe auch selten Competitive gespielt, dann ist es nun mal so, dass einem das völlig egal ist. Aber ich finde es so schrecklich, wenn die Digimon einfach nur Skins sind, die copy-pasted sind, wie es meiner Meinung nach in den älteren ist, durch die Statuswerte, ne? Das mit den Skills, ich verstehe dich zum Teil, weil die zweitrangigen Skills, die du eigentlich nicht benutzt, dass die auf jeden Fall jedes Digimon alles lernen kann, finde ich auch schlecht. Ich finde es gut, wenn jedes Digimon feste Moves hat, die es lernen kann. Das wusste ich nicht, Stardro. Genau, ich denke, es ist sinnvoller, eine zufriedenstellende Spielererfahrung zu liefern, als gezwungen, irgendwo competitive reinzuklatschen. Das 1% reicht, halte ich auch für sehr irrelevant. Was du sagst zum Beispiel, gezwungen, competitive reinzuklatschen, wäre natürlich schlecht. Es aber reinzubringen als Add-on, also einfach beides zu machen, sollte bei sowas das Ziel sein, gerade bei einem Monster-Taming-Spiel, um dass das Monster-Taming-Spiel länger am Leben und damit auch länger im Gespräch zu halten. Denn wenn ein Spiel längere Zeit nicht mehr im Gespräch ist, dann verliert es auch an Relevanz. Was auch bei Digimon letztendlich dazu geführt hat, dass irgendwann keine Spiele mehr zu uns kamen. Und bei Temtem ist es unglaublich wichtig zum Beispiel. Der Grund, warum Cyber Sleuth irgendwann nicht mehr so im Thema war, war tatsächlich, weil das Competitive dort nicht genug ausgereift war. Weil das Competitive dort nicht genug genutzt wurde. Weil es wurde nicht genug genutzt, weil bestimmte Features meiner Meinung nach zu strong waren und bestimmte andere Features gefehlt haben. Bei Temtem war es extrem wichtig. Bei Temtem in der Community ging es sogar überwiegend darum. Und also ich persönlich finde, dass Digimon definitiv dieses Competitive haben sollte, weil wenn du zum Beispiel guckst, die Leute, die jetzt Digimon Super Rumble spielen, spielen das auch fast alle nur für den PvP-Aspekt. Das bedeutet, die Leute, es ist ein großer Durst, gerade bei Digimon, nach dem PvP.
Genau, also Spiele müssen natürlich Spaß machen und nicht wie ein Nebenjob wirken. Da stimme ich absolut zu. Also da würde ich auch, das würde ich auch unterschreiben. Aber wie gesagt, der Punkt ist einfach, dass das ja auch tatsächlich bei Square Enix, gerade bei Final Fantasy XIV, ist das ja auch ein sehr, sehr großes Thema gewesen von den Developern. Und da ist auch wirklich aufgefallen, wie wichtig diese, ich nenne sie 1%, es sind aber nicht 1%. Bei Pokémon sind es circa 20% aller Spieler, die competitive spielen. Oder ich glaube 15% irgendwie so. Und das Ding ist halt, dass diese Prozent schon extrem viel ausmachen, weil das dadurch im Gesprächsthema bleibt. Und Fumaku, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen, weil es mit Pokémon Essentials im RPG Maker gemacht worden ist. Definitiv könnten wir bei dem Thema extrem viel drüber reden. Vor allem, weil wir zwei Menschen sind, die zwar eine strong Opinion haben, aber wir sind Leute, die die andere Meinung einfach auch akzeptieren. Neutilo, herzlich willkommen. Kein Problem. Schön, dass du da bist. Ich finde immer wichtig, dass man die anderen Meinungen auch zulässt, denn alle Meinungen, die nicht menschenfeindlich sind, natürlich, haben irgendwo ihren Berechtigungssinn. Ragnar, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ich mache jetzt mal Flameburst und ich mach's mal auf Agumon. Und am besten auch Aquajet auf Agumon. Wir versuchen jetzt Agumon komplett wegzumädeln. Ja, Agumon ist schon mal weg, das ist schon mal gut. Okay, dann machen wir jetzt Flameburst auf Gizamon und ich glaube nochmal Flameburst. Oder komm, Aquajet, let's go. Ja, es sieht halt gar nichts ab, ne? Oh, du hast Final Fantasy 16 nun durch und wie hat's dir gefallen? So. Nee, ich hasse dich schon, wenn du nicht meine Meinung hast, sagt Ian. Ja, natürlich. Liam. So, Link zum Spiel. Xernox, einmal Ausrufezeichen Download und dann kannst du dir das Spiel kostenlos runterladen, wenn du das möchtest. Oh, wen haben wir da? Money Hacker? Fucking Money Hacker? What the fuck, Money Hacker? Sein Mon heißt einfach 10 Dollar? What the hell? Das Spiel heißt Digimon New World. Und wenn ihr Ausrufezeichen Download eingibt, könnt ihr es euch runterladen. Oh, mein absolutes niedliches Digimon weiß ich gar nicht auswendig von Baby Digimon. Ich habe eine Top-Liste gemacht. Top 10. Musst du dir mal anschauen auf meinem Kanal. Nice, Ragnar. Freut mich zu hören. Fucking 10 Dollars am Start. 1 Cent ist auch am Start. Wo bleibt denn 50 Cent, wenn man ihn braucht? So, Patamon wird natürlich auch weggemeldet. Frederik erreicht Level 24. Und ich habe ihn komplett hops genommen. Nice, Ragnar. Klingt doch super. Na, Ragnar muss erstmal noch Remake spielen. Ah, und Tentarumon kommt auch back to city. Back to Shitty City. Das ist doch schon mal sehr gut. Ja, wie gesagt, das ist halt so meine Meinung dazu. Und man merkt halt auch am Spielfluss, dass sich einfach die alten Spiele, also die alten und Digimon-Story-Spiele, ich finde, die spielen sich so schrecklich vom Game, vom Kampfsystem auch. Weil es halt einfach sich, es fühlt sich an wie alles Reskin. Also es fühlt sich an, dass es, als ob dein Digimon keine Rolle spielt. Als ob es keinen Unterschied macht, welches Digimon du dabei hast. Einfach weil alle Statuswerte haben können und auch alle Zugriff auf sehr viele Elemente haben, trotz dieser Digitationseinschränkung. Es ist wirklich extrem. Ich zeige dir kurz mein Team. Let's go. Nice, Fumaku. Aber Ragnar hat sich jetzt erst die PlayStation gekauft, deswegen. Hier mal eine Quizfrage. Gab es den Leviathan wirklich? Leviathan ist eine Fabelkreatur, bei der man sich nicht sicher ist, ob es ihn gab oder nicht. Das ist ja, glaube ich, klar. Let's Rock, Dankeschön für dein Follow. Ich zeig dir kurz mein Team. Genau, ich wollte das Team zeigen. Ich habe aktuell ich habe ein Greymon Blue. Ich habe ein Taskmon, Chrysalimon, Piddomon, Dokunemon und Elecmon. Aktuell.
Da bin ich sehr gespannt, Ragnar. Du kennst mich ja da relativ gut und ich bin sehr gespannt. Ich habe Bock drauf. So, dann kehren wir noch einmal in die City zurück und dann war es das auch schon für den heutigen Stream gleich. Moment. Ich will noch einmal abchecken. Wir müssen noch ein paar Sachen in der Shitty City machen. Oh, schau mal, da ist Monochromon. Oh, er braucht Remodeling, um seinen Shop zu starten. Da ist ein Barkemon einfach. Oh, ein Barkemon ist uns gefolgt. Da bin ich auch mal gespannt, Ragnar. Und 5 Streams in Folge, ohne einen auszulassen. Ragnar, Ehre geht raus an dich. Es geht, glaube ich, aktuell nur bis Metall Greymon. Das Spiel ist noch nicht vollständig. Bei Meramon rein. Oh, schau mal. Da arbeiten auf jeden Fall einige. Ui, interessant. Da arbeiten auf jeden Fall einige Agumon und Black Agumon. Ich glaube, das wird aus Nyarumon digitiert. Nee, wie gesagt, und ich finde es halt super interessant, verschiedene Meinungen zu hören. Und Risey, danke schön für deinen Sub auf YouTube. Erst mit Gigimon reden, mit Gigimon. Nö. Wahrscheinlich muss ich wieder einen Tag vergehen lassen, oder? Wir holen uns jetzt auch keinen Miet. Das würde ich gar nicht feiern, Stardro, weil das ein unfassbar hässliches Digimon ist. So, Improvement to the City. Muss ich erst Agumons Shop upgraden? There are some drawbacks? Jetzt bin ich gespannt. Ha. Okay, wir haben hier auf jeden Fall Agumon. Na, endlich können wir auch verschiedene Capsules kaufen. Für die Zukunft schon mal sehr, sehr wichtig. Und was hat er hier? Oh, er hat hier verschiedene Medizin und sowas. Nicht schlecht. Sehr, sehr cool. Und Monochromon braucht, glaube ich, noch ein weiteres Upgrade, richtig? Die Speed-Taste ist die, ich glaube, Shift nennt die sich über SRG. Ich komme mit den Tasten manchmal nicht klar. Nautilo sagt, Alter, das Spiel trifft sich bald mit Pokémon und dem Richter. Tatsächlich glaube ich eher nicht. Also ich glaube nicht, dass Pokémon das interessiert. Weil nun mal keine Pokémon an sich genutzt werden. Also Pokémon wird dazu nichts sagen, glaube ich. Und Digimon stört das sowieso gar nicht. Digimon ist doch mit Barbamon verheiratet. Im Prinzip. Monochromons Shop. Ah, ich habe sogar schon die Materialien, Leute. Jetzt haben wir schon Monochrom. Was ist denn das nächste danach? Aktuell können wir keine Improvements machen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall Monochromons Shop errichtet. Ich bin gespannt, wo der sich befindet. Muss ich dafür einmal mit Gigimon reden? Ich bin gespannt. Oder befindet er sich einfach hier? Nee. Da, wo Agumon war? Auf jeden Fall haben wir schon mal ein paar nice Items. Ich sollte was trinken, richtig? Mmh. Der Fahrstuhl. Nice, jetzt ist Monochromon hier. Ui, und da kriegen wir jetzt actually die ganzen Digitations-Items. So Special Digitations-Items. Sehr, sehr cool. Oh, das freut mich doch zu hören, Neutilo. Das freut mich doch zu hören. Jeden Dienstag 18 bis 20 Uhr aktuell. Das heißt, Freunde,
Jetzt ist auch erstmal Feierabend für heute. Wir haben sehr, sehr, sehr viel erkundet. Und beim nächsten Mal bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich denke mal, dass wir, also morgen geht es ja weiter, ne? Da werden wir auch ein bisschen leveln, uns ein bisschen ein Team zusammenstellen, dass wir für alles ein bisschen vorbereitet sind. Und dann werden wir mal gucken, wie die Story weitergeht, was wir noch alles holen können, wo wir überall jetzt hin können und sowas, ne? Ich bin sehr gespannt, Freunde. Und yo! Dann bedanke ich mich erstmal bei allen, dass ihr eingeschaltet habt. Und Dankeschön für den ganzen Support, Dankeschön für die ganzen Subs, Dankeschön für fürs Schreiben im Chat, fürs Aktivhalten beider Chats. Morgen geht's weiter mit demselben Spiel von 15 bis 18 Uhr. Ich freue mich auf euch und dann wünsche ich euch gleich noch einen schönen Abend, später eine gute Nacht und dann würde ich sagen, ich bin euer Belias. Bis dahin. Ciao, ciao.